Etwa 3000 Quadratmeter Teppichboden waren nötig, um den rund 1800 Buddhisten in den Kasseler Messehallen einen Raum für Meditation und Gespräche zu geben. Nicht nur aus Deutschland und Europa, sondern auch aus der USA und Australien sind die Menschen gekommen. Wer nicht im Wohnmobil oder im Auto schlafen wollte, konnte sich in einer Halle entweder in Zelten oder Feldbetten gemütlich machen. Bei unserem Besuch fällt uns auf, dass die Menschen immer glücklich und zufrieden aussehen. Offensichtlich eines der Vorzüge aus dem Bereich des Buddhismus. Mir kommt es auch so vor. Also wir sind ja alle Leute, die so ihren Beruf noch haben oder in der Ausbildung sind oder was auch immer. Und das ist für mich auch immer ein Erlebnis, auf den buddhistischen Kursen zu sein, obwohl ich schon so lange dabei bin, weil die Leute so entspannt sind und so froh sind und so nett miteinander umgehen, obwohl es natürlich schon echt gedrängt ist. Ich denke auch, dass Buddhisten glücklicher sind. Wer sich entschließt, künftig den Buddhismus zum Lebensinhalt zu machen, beginnt in der Regel mit den Grundübungen. Diese bestehen aus 4 Meditationen, die über Jahre hinweg jeweils 111.111 Mal wiederholt werden. Sie sind eine erfolgreiche Meditationspraxis, die den Geist von störenden Eindrücken befreien soll. 1999 gründete der in Dänemark geborene Lama Ole Nydahl den buddhistischen Dachverband Diamantenweg e.V. Bereits 1968 hatte Ole Nydahl mit seiner Frau Hanna im Himalaya den ersten Kontakt zum Buddhismus. 4 Jahre hat er von den dort lebenden Menschen gelernt. Ja, dann sind meine Frau und ich für 4 Jahre in den Himalayas und haben davon den richtigen, so den schweren Yogis, den richtigen Lehrern, die in Höhlen wohnen und sowas, von denen gelernt. Und dann 1972 hat man uns gesagt, jetzt nach Hause und arbeiten und sehen, ob eure Freunde meditieren lernen wollen. Die Veranstaltung in Kassel ging über insgesamt 6 Tage und wird, so sind sich die Veranstalter sicher, nicht die letzte gewesen sein.